Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem YouTube-Kanal. Ich freue mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Solltest du neu hier sein, würde ich mich noch mehr darüber freuen, wenn du hier unten einfach einmal meinen Kanal abonnierst. Wenn du zusätzlich diese kleine Glocke läutest, dann verpasst du auch kein Video mehr, das ich hier in regelmäßigen Abständen hochlade. Jeden Donnerstag geht es auf diesem Kanal rund um das Thema Nähen und Plotten und diese Woche ist wieder das Plotten dran. Vor 2 Wochen habe ich euch eine Möglichkeit gezeigt, mit lebensechter Vinylfolie eine Tasse zu beplotten. Ich verlinke euch das Video einmal hier oben in der Infobox, da könnt ihr euch das gerne einmal anschauen. Ja, und heute geht es um das Plotten nur indirekt, denn ich plotte eine Form mit euch aus, beziehungsweise ich habe diese Form schon vorbereitet. Diese wird anschließend auf eine Tasse geklebt und dann zeige ich euch, wie man mit Stiften eine Tasse verzieren kann. Und wie das Ganze funktioniert, das zeige ich euch jetzt. Für diese Methode zum Verzieren einer Tasse mit Porzellanstiften benötigst du natürlich eine Tasse, am besten in weiß oder einer schlichten Farbe. Auf jeden Fall sollte sie unbedruckt sein. Dazu brauchst du noch ausgeplottete Formen. Ich habe hier einmal ein paar Sterne vorbereitet. Ob ich sie nachher alle brauchen werde, weiß ich auch noch nicht genau. Du kannst das Ganze aber auch mit einem Schriftzug oder einer anderen Form, einer größeren Form machen. Je nachdem, was du halt möchtest. Schau dir das Video am besten einmal ganz an und dann weißt du ganz genau, was ich meine. Zum Schluss brauchst du natürlich noch einmal Porzellanstifte, beziehungsweise Stifte, die auf Porzellan malen können und anschließend auch eingebrannt werden können, damit sie eben spülmaschinenfest sind und das Ganze von der Tasse nicht mehr abgeht. Im ersten Schritt geht es damit los, jetzt einmal die Sterne hier auf der Tasse zu verteilen. Das kannst du tatsächlich wahllos machen und auch welche Form du hast, ob du jetzt Herzen hast oder einen Schriftzug hast. Du kannst das Ganze so auf der Tasse verteilen, wie du möchtest. Du brauchst dafür keine lebensmittelechte Vinylfolie. Es reicht ganz normale Dezifix-Folie aus dem Baumarkt. Einige schwören auf Orakelfolie. Die habe ich selber noch nicht ausprobiert, aber das werde ich in Zukunft auch einmal für dich testen. Auf jeden Fall kannst du einmal hier die ganzen Sterne bzw. Formen, die du hast, auf deiner Tasse verteilen. Ich nehme hier also die Sterne einzeln ab und klebe sie jetzt einmal wahllos hier auf meine Tasse, so wie ich finde, dass sie schön verteilt sind. Wenn du jetzt findest, dass alle Sterne auf deiner Tasse bzw. deine Form auf deiner Taste entsprechend richtig verteilt sind, so wie du dir das später nachher vorstellst, dann kann das Ganze auch schon mit dem nächsten Schritt beginnen. Wir haben jetzt diese Folie darauf geklebt, aus dem Grund, dass wir später das Negativ erhalten können. Weil die Folie natürlich nicht lebensmittelecht ist, muss sie auf jeden Fall wieder ab, damit es genutzt werden kann. Außerdem würde sie sich in der Spülmaschine ablösen. Und um jetzt diese Negativform zu erreichen, nimmst du dir einfach einen Stift und fängst an und setzt um diese ganzen Formen ganz viele kleine Punkte. Achte dabei jetzt darauf, dass du die Form so ein bisschen mehr nachvollziehen kannst. Und dass du vor allen Dingen auch Raum lässt für die anderen Farben. Du kannst jetzt einfach anfangen und setzt auf diese Tasse ganz viele Punkte in der Form, in der du möchtest, also in der Anordnung auch, in der du möchtest. Und bepunktest so einmal deine komplette Tasse. Und um den Stern halt auch wirklich rausheben zu können, punkte ich tatsächlich direkt auch auf den Stern bzw. auf die Kanten des Sterns. Um dann eben eine entsprechende Form zu bekommen und den Stern nachher, wenn ich die Vinylfolie wieder abgezogen habe, auch sichtbar zu machen. Schönen Effekt zu erzielen mit unterschiedlichen Farben, kannst du dann zwischendurch immer mal den Stift wechseln, eine andere Farbe nehmen und hier auch Punkte hinsetzen, so wie du das ganz gerne möchtest. Und so bekommst du dann eben den Effekt von mehreren bunten Punkten und diese kannst du auch wieder ganz wahllos setzen. Einfach hier über die Tasse punkten quasi. Und immer mal so ein bisschen gucken, dass du Sterne erreichst und vor allen Dingen in Sternennähe das Ganze vielleicht ein wenig
enger setzt mit den Punkten, damit man die Sterne nachher, wenn wir die Vinylfolie abnehmen, auch tatsächlich gut erkennen kann. Das Ganze ist sehr mühsam und sehr aufwendig, aber das Ergebnis nachher ist wunderschön. Again, as every ocean come as rain. I know my circles, I know my name. Another sequel is on the way. Oh. Nachdem ich jetzt alle Punkte gesetzt habe, schaue ich mir nochmal die ganzen Sterne einzeln so ein bisschen an, ob hier auch wirklich genug Punkte drumherum sind. Ganz, ganz wichtig ist, dass du aufpassen musst mit dem Hinlegen, wie du hier vielleicht auf dem Tisch so ein bisschen siehst, färbt das Ganze am Anfang noch ein bisschen ab. Und ich sehe hier jetzt zum Beispiel, bei dem Stern könnte ich deutlich noch ein paar mehr Punkte setzen, damit der Kontrast so ein bisschen rauskommt. Also punkte ich hier auch noch so ein bisschen drumherum. Ich habe jetzt so ein bisschen die Farben entsprechend aufgeteilt, habe so ein paar Sterne hier in dem Blau, dann hier in so einem dunkleren Blau, anschließend in dem Türkis und dann hier einmal in dem Lila ein bisschen stärker umrandet, damit das Ganze eben auch so ein bisschen eine speziellere Farbe bekommt, beziehungsweise einen spezielleren Touch. Das Ganze ist aber natürlich dir überlassen, da kannst du wirklich machen, was du möchtest und auch wie du das ganz gerne möchtest und da entsprechend so ein paar Akzente setzen, wie du das ganz gerne hättest. Wenn dann alle Punkte fertig gesetzt sind und du mit dem Ergebnis zufrieden bist, so wie das aussieht, muss das Ganze natürlich erstmal trocknen, damit du das nicht wieder wegwischen kannst und da nicht irgendwelche komischen Schlieren entstehen oder irgendwas halt wirklich komisch aussieht, ist es ganz, ganz wichtig, dass das Ganze jetzt erstmal 15 Minuten trocknet. Das steht auf jeden Fall auf den Stiften, die ich hier verwendet habe, auf der Packung noch mit drauf als Hinweis, dass es nach dem Auftragen erstmal 15 Minuten trocknen muss. Also lassen wir die ganze Tasse jetzt 15 Minuten trocknen und anschließend entfernen wir die Sterne. Der Stift ist jetzt soweit gut getrocknet und jetzt geht es damit weiter, die Sterne hier zu entfernen. Ich nehme dafür mein typisches Entgitterwerkzeug, weil ich die Sterne nicht von außen abkratzen möchte, sondern sie von innen so ein bisschen runterziehen will, um eben mit dem Fingernagel nicht im schlimmsten Fall die Punkte außenrum kaputt zu machen. Und so entferne ich jetzt alle Sterne von der Tasse. Wenn jetzt alle Sterne von der Tasse entfernt sind und nur noch die Punkte übrig geblieben ist, dann kannst du schon mal sehen, wie die Tasse dann später aussehen wird. Sollten dir jetzt noch ein paar Punkte fehlen, zwischendrin vielleicht oder an einigen Ecken, kannst du diese natürlich jetzt auch noch nachsetzen. Das ist alles ganz dir überlassen, wie du eben dein Design haben musst. Anschließend kommt die Tasse laut der Beschreibung meiner Stifte für 25 Minuten bei 160 Grad in den vorgeheizten Backofen. Damit werden dann die Stifte vollständig eingebrannt und das Ganze ist jetzt auch spülmaschinenfest. Schau aber am besten einmal auf die Anleitung deiner Stifte, wie dort beschrieben ist, wie das Einbrennen funktionieren soll, damit du auch wirklich für die Stifte spezifisch vorgehst. Und so sieht die fertige Tasse nun aus. Ich hoffe, dir hat dieses Video gefallen. Du gibst mir dafür einen Daumen hoch und schaltest nächste Woche wieder ein. Ich wünsche dir ganz viel Spaß beim Plotten. Tschüss!